Seriös präsentiert. Christa ist noch nicht da, für dich zur Info. Achso. Doch, ich bin da. Ah, dann können wir jetzt da anfangen. Das schneide ich auch gleich gar nicht weg. Hallo und herzlich willkommen zum Peepcast 182. Ihr habt schon gehört, wer heute dabei ist. Sie haben es kurz gespoilert. Bram und Chris sind zurück aus L.A. Hallo. Ich habe gestern Aladdin gesehen. Fand ich ziemlich cool. Ja. Jetzt musst du eine Sekunde. Sorry. Nee, ich überbrücke die Pause mit einem kurzen Hinweis. Der Podcast wird unterbrochen für einen kurzen Hinweis. Nämlich bin ich jetzt muss ich kurz in meinen Kalender gucken, wann das war. Am 6.7. in Chemnitz. Moment. Wir müssen tatsächlich, Herr Christian gerade nicht da ist. Ich muss ganz kurz leider anderthalb Minuten noch weg. Okay. Kein Problem. Tut mir leid. Ich überbrücke das einfach kurz. Nein, wir fangen einfach neu an. Ich wollte eh erzählen, dass ich noch auf dem Kosmonaut-Festival bin. Okay, wie du magst. Ja, und ich glaube, Chris ist mittlerweile da, denn wir schaffen das. Am 6.7. Ich war nur was ist denn das für eine Aufnahme heute? Okay. Warte, ich habe nur gesagt, ich gehe Nase putzen. Nein. Und dann heißt es, Christian ist nicht da. Ja, Ram ist super verwirrt gerade. Ich bin am 6.7. aber da nämlich auf dem Kosmonaut-Festival in Chemnitz. Die haben da eine kleine Podcast-Bühne und haben gefragt, ob jemand Lust hat, von uns da hinzukommen. Und ich war irgendwie die einzige Person bei uns, die gesagt hat, ja, voll gerne, weil ich auch gerne auf Festivals gehe. Wobei, ich glaube, Christian, du auch, ne? Ja, was ist denn das Kosmonaut? Das ist von also Landstreicher, die auch mit Landstreicher schreibt sich mit K. Genau, oh. Ja. Da sind so KIZ und sowas und ich glaube auch, also machen die auch gemeinsam mit Kraftklub und so. Stausee Oberrabenstein bei Chemnitz. Ja, ich war noch nie so tief im Osten, das wird sehr spannend werden. Ich sagen, also voll weit weg, Alter. Ja, ich glaube, ich brauchst so 6 Stunden nicht mit der Bahn oder so. Doch. Lol, doch, echt krass. Ja. Das ist echt ein gutes Stück. Aber also, es wird spannend. Ich interview die Leute von Giant Rooks, die euch bestimmt nichts sagen, oder? Das würde mich jetzt wundern. No, mich echt nicht. Nee. Das ist eine deutsche Band, die sehr Englisch klingt, das finde ich sehr spannend. Ja. So wie Lena Meyer-Landrut? Nee, so vom ganzen Stil her, weißt du, die klingen eher, als wären sie direkt aus Manchester irgendwo. Geil. Ah, so Britpop. Genau, ja. Und die kenne ich jetzt schon seit 2-3 Jahren oder so und jetzt sind die so langsam durch die Decke gegangen und kann ich sie auf der Bühne so ein bisschen über die ganze Musikbranche ausfragen. Geil. Machst du das während die spielen? Das wäre cool. Richtig, der Abfuck, die wollen so die ganze Zeit ihren Song singen und sowas. Und dann nee, aber halt, also quasi in der Interviewsituation. Die sollen dann einfach spielen, dann die können ja reden und spielen, oder? Das können wir auch. Ja, aber Dennis, du hast gestern Aladdin gesehen und ja, den mit Will Smith. Ja. Und ich muss sagen, er spielt der Genie. Und gerade auch in der weil ich im deutschen Kino war, in der deutschen Synchro logischerweise. Und ich fand die deutsche Synchro damals mit der Stimme von Robin Williams ziemlich gut. Gerade weil ich noch ein Kind war und so weiter. Und die haben dem ganzen Film einen moderneren Touch gegeben. Muss man an der Stelle auf jeden Fall sagen. Gerade sowas wie Frauenrechte und so Geschichten sind da reingeflossen. So dumm wie es klingt. Solche Banalitäten, also im Sinne von, dass das eh klar sein sollte. Ist mir dann erst aufgefallen, wie wenig davon im ursprünglichen Aladdin drin vorkommt. Ja, wo du denkst so, hä? Ist doch so voll normal. Auf einmal so, okay, im ursprünglichen Aladdin wurde davon nicht ein Wort gesagt, die Frauen wurden komplett unterdrückt. Ja, aber das ist ja auch realistisch. Für das den stimmt, arabischen das, Raum. Das stimmt, das ist ich weiß nicht, ob man bei sowas wie Aladdin über Realismus reden muss, so mit vielen Teppichen und Genies. Und das ist mir halt nicht aufgefallen. Dann sind auch tatsächlich deswegen ein paar von den Musiktexten abgeändert worden. Hast du eigentlich die Klimaanlage an? Oder so? Draußen gerade der Rasen gemäht von jemandem. Ah, okay. Nicht von mir. Ja. Aber ich halt du lässt den Rasen mähen, ja. Nee, ich lass auch nicht den Rasen mähen. Draußen wird einfach Rasen gemäht. Ach, Mann. Stört das sehr? Kannst du uns das Fenster ganz zumachen? Ey, Mikkel kann in der Zeit überbrücken. Kein Problem. Ja. Mein nächster Auftritt. Nein, alles gut.
Ist er jetzt aufgestanden? Ja. Nee, ja, ich mach's sofort. Ich erzähl's denn. Und das hat halt den Liedern, finde ich, so ein bisschen geschadet. Also es gibt auch ein paar neue Songs auf der Reihe. Zum Beispiel Jasmin hat jetzt auch eigene Lieder. Der wurde generell eine viel größere Kraft in diesem Film gegeben, aber ja, es ist schwierig, weil man halt so aus dem direkten Vergleich von dem ersten kommt und dem ersten so viele Emotionen hängen. Weißt du? Das ist so das Problem. Das macht den Film eigentlich nicht schlechter, aber im direkten Vergleich ist irgendwie so alles irgendwie erstmal schlechter als das Original. So, du hast keine Chance so richtig. Obwohl Will Smith, so ganz nüchtern betrachtet, finde ich, einen ziemlich guten Job macht, dafür, dass ich erst komplett nicht von dem begeistert war, was der macht. Also wenn man den Ursprungs Aladdin nicht kennt, sagst du, kann man sich den durchaus geben. Ansonsten natürlich ist es schwierig. Natürlich, ein cooler Kinderfilm. Ja. Okay. Absolut. Dann macht der ja Spaß zu gucken mit Mama und Papa oder so. So typisch Disney halt. Weißt du, es werden wie immer so unterschwellig krasse Themen angesprochen und oberflächlich für die Kinder so alles so, hey, cool, lustig und viel Explosion, coole CGI-Effekte, wirklich viel Witz auch mit drin. Aber so im direkten Vergleich, so sich mit Robin Williams anzulegen, ist halt hart. Der ist halt schon eine Hausnummer gewesen, wa? Ja. Ja, ich glaube, ich muss ihn mir irgendwann mal angucken wegen, wie heißt der Affe nochmal? Abu? Ja. Ja. Der Affe. Genau, den fand ich im Trailer schon, ich weiß nicht, ich stehe so auf lustig animierte Tiere irgendwie, damit catchen sie mich immer. Vielleicht fand ich deswegen auch den Pokémon-Film so gut. Aber daran hatte ich Spaß. Der spielt ja irgendwie Saxophon und so. Ja, der spielt nicht nur Saxophon. Okay. Und genau, und die haben halt Lieder teilweise komplett geändert noch. Das ist halt ganz cool. Also manche haben sich nur so ein bisschen geändert, mit ein, zwei Wörtern. Aber es ist weniger so Musical-Disney-Film, als es halt die Zeichentrickfilme oder Animationsfilme immer sind. Mhm. So, ich finde halt, in den Animationsfilmen geht ja immer, oder auch in den Zeichentrickfilmen geht ein relativ großer Zeitraum des Films einfach drauf für Singen, was ich gut finde, weil das gehört halt zu Disney irgendwie mit dazu. Aber da passiert es tatsächlich, dass gesungen wird, dann wird halt passiert ein Event und dann wird weiter gesungen. Und das passiert aber öfter und das unterbricht aber irgendwie den Flow. Okay. Deswegen. Klingt nach so einer 6,5 von 10. Ja, irgendwo so. Ja, das ist ziemlich gut. Wunderbar. Also muss man nicht gucken, aber kann man ruhig machen. Echt? 6,5 von 10 ist bei den Filmen doch schon saugut, Alter. Ist ja, das so? Wenn er Rotten Tomato geht, hat doch kein Film, das haben doch die besten Filme der Erde, aber also irgendwie der 70. Eben, oder bei so. Allen, egal, also bei relativ vielen habe ich das Gefühl, dass Filme da irgendwie einen etwas anderen Standard haben als Spiele. Ach, ich glaube, das muss man auch immer vom Kritiker quasi abhängig machen. Dass ja, Metacritic zum Beispiel. Ja. Also, wenn du da Filme nimmst, dann richtig gute Filme. Also die haben halt nicht so eine 90 oder so. Also gibt bestimmt auch welche, ja, aber klar, nicht so, also in der Fall welche. Nicht so in der Regel. Das Problem ist, dass ich das davon überhaupt nicht abhängig machen kann, weil mir auch Filme einfach gefallen. Der Fight Club ist grün, hat eine 66. Okay. Ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das Grün bei Filmen sehr viel länger da ist als bei Spielen. Ich glaube, Spiele sind nur bis zu einer 72 oder so oder 75 grün. Also bei Spielen muss ich persönlich sagen, alles unter einer 80 finde ich schon immer kritisch so. Ja. Das ist, eigentlich ist das ja total bekloppt, weil die Skala geht von 0 bis 100 so. Aber wenn man mal in so einer Spieleredaktion gearbeitet hat, weiß man schon, dass also der Raum 70 bis 80 schon echt nicht so dolle ist. Genau. Und deswegen, also bei Filmen ist es, keine Ahnung, ich gucke auch Filme, die irgendwie nur eine 20 haben oder so ein Shit. Ja. Bei 20 haben wir ja schon, 20 sind ja schon rot hier. Aber ich denke auch so, mit Filmen verbringst du auch nicht so viel Zeit. Weißt du, wenn du dann mal 90 Minuten Trash guckst und irgendwie ein bisschen drüber lachen kannst, ist das was anderes, als wenn du dich durch 12 Stunden Story irgendwie schnetzeln musst, die schlecht ist. Okay. Das, hat jemand von euch schon die laut IMDb beste Serie aller Zeiten geguckt? Ist das die Chernobyl? Ja. Nee. Ich auch nicht. Laut IMDb beste Serie, was ist das? Ich habe es gestern als News gelesen, dass Chernobyl die jetzt neue beste Serie... Ach, Chernobyl, Serie, nee, die wollte ich mir mal angucken, aber nur HBO kann ich gerade nicht mehr gucken. Ich auch. Hab keinen... Ich muss warten, bis es immer mal bei Amazon oder so auftaucht oder Netflix. Ab einer 61 ist man grün bei Metacritic im Bereich Filme. Krass. Ja, dann hat Aladdin es doch ganz gut erwischt, würde ich sagen. Ich glaube, bei Spielen ist ab 40 schon rot. Ja, ich guck mal ganz kurz, was Aladdin hat. Ab 40 existierst du quasi nicht mehr, also. Also das Original Aladdin hat 86 sogar.
Krass, guck mal, okay. Hier, Toy Story 4 hat und der 84. neue 53. Ah, okay. Und den Toy Story 4 hat eine 84er Wertung. Das ist schon echt krass. Ich hab den nicht gesehen, weil ist der so derbe gut, oder? Der kommt doch erst am 21. Juni raus. Ah! Also. Ach, ist das dann, wie funktioniert das? Momentan in den USA im Endeffekt draußen. Oder können da Leute schon vorher bewerten irgendwie? Ah ja, die Washington Post, die Chicago Sun und so weiter. Okay, ja. Nee, früher in der Spieleredaktion, wir haben schon oft böse Anrufe von Publishern bekommen, wenn ein Spiel irgendwie unterhalb der 80 gelandet ist. So. Und ja. Unabhängige Redaktion nennt man das. Ja, haben wir auch immer ein bisschen drüber gelacht dann. Was heißt, ich glaube, du hast manchmal einfach auch unterschiedliche Ansichten. Also nicht nur, dass da, klar steckt da halt sehr viel mehr Herzblut wahrscheinlich drin als Entwickler, aber vielleicht legst du den Fokus ja ganz anders aus und sagst irgendwie, was weiß ich. Der Fokus war aber auf den Dialogen und die waren cool und du denkst dir als Spieler aber, ey, das Autofahren war richtig scheiße und deswegen ist das Spiel kacke. Aber das ist auch so. Achso, ich dachte, die haben gelacht und haben die Wertung angehoben. Meistens ruft dann, ist das dann, das Spiel ist aber schlecht, dabei der lachen so, 3 Punkte mehr. Wird gar nicht drüber diskutiert. Journalistische Integrität am Arsch. Draufgeschissen. Hauptsache, nochmal Werbung, nein. Aber das ist ja so eine ewige Diskussion, so, weil Bewertungen sind ja immer was sehr Subjektives und durch diese Wertungskästen versucht man ja immer das Gefühl einer gewissen Objektivität mitzugeben, dass das irgendwas ist, was man messen kann wie ein Starkstrom oder sowas. Aber ja, das ist auch ganz schlimm. Also Menschen, die behaupten, sie würden objektiv irgendwelche Sachen bewerten, oder, ohne jetzt irgendwie das einzuschränken. Können wir einen YouTube-Kanal machen? Die kann ich nicht, objektive die kann, Bewertung von Menschen. Die kann ich halt, also die berücksichtige ich bei sowas halt gar nicht. Ja. Nee, am besten ist, du bewertest Kunst objektiv. Ja. Alter, Junge, wa? Also, Kunst, genau, das wäre so immer. Kunst ist so ein Ding, so, das verstehe ich nicht. Ich hab immer noch das Gefühl, dass Kunst reines Marketing ist und Sachen nur dann wertvoll sind, wenn irgendeine bestimmte Person das gemacht hat. Ja, und wenn ich das machen würde, wäre das nix. Also, dass das überhaupt nicht mehr darauf ankommt, ob du gut oder schlecht bist, sondern ich auch mit meinem Arsch über eine Leinwand ziehen könnte. Und wenn aber drunter steht Picasso, der ist halt richtig krass. Und wenn da steht drunter Dennis Bram, das ist einfach keine Sau. Ja. Das kommt ja auch darauf an, im Endeffekt daraus Kunst zu machen. Also ein bisschen, was heißt verkaufen, gehört dazu. Aber es geht auch darum, teilweise diese Diskussion anzuregen. Also ich glaube schon, dass irgendwie was von Dennis Bram halt richtig krass bei rumkommen könnte. Also sich mal Arsch über der Leinwand. Ey, wer war denn dieser Typ, der auf die Bilder einfach Sperma gemacht hat? Die sind doch für Millionen verkauft worden. Das ist kein Witz. Ernsthaft? Ja, ich glaub dir das, aber das kann ich, finde ich, trotzdem bekloppt. Und das sind doch auch, also es gibt ja auch diese Kunstbilder, wo du einfach den Schnitt hast, der einfach die Leinwand quasi eingeschnitten hat und fertig. Ja, es gibt doch auch irgendwie der rote Fleck oder so. Naja. Also solange du das verkaufen kannst und irgendwie Leute zum Anregen kriegst oder so. Aber ich glaube auch schon, dass das immer gutes Marketing ist, so, ne? Ja. Naja. Ich glaube, also selten. Alter, selten ich nehme morgen eine weiße Seite Papier und mache damit Werbung. Was man aber relativ häufig hat, ist, dass, also gerade so im Photoshop-Bereich oder so, immer wieder versucht wird, Bilder selbst zu machen, die dann super realistisch aussehen. Aber so, ich glaube, im Kunstbereich selber, ich habe es nicht studiert, ne, das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, der mal wieder eigentlich keine Ahnung ist, aber ist so diese Abbildung von Realität, also dieses reine Nachmachen, eigentlich gar nicht so künstlerisch. Du meinst, jemanden zu fotografieren, oder? Nee, im Endeffekt, wenn du jetzt irgendwie was zeichnest und du machst irgendwie, was weiß ich, ein Glas Wasser oder so, ja? Dann, ja. Und das sieht super realistisch aus. Dann ist immer so die Frage, ja, dann ist das Kunst oder nicht, weißt du? Weil im Endeffekt ist es ja nur eine Abbildung, ein reines Papier an der Realität. Das ist die Frage nicht immer, ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Ey, da geht's dann tatsächlich eher, glaube ich, da ist dann so die Frage, geht's um das Objekt oder um den Skill, das zu erstellen? Ja. Weißt du? Ja, das... Der Skill ist ja da, aber so das, was dann am Ende da ist, ja. Wo hört Kunst auf und wo fängt sie an? Warum reden wir darüber eigentlich? Ich weiß es nicht, weil ihr auch der größten... Metacritic! Ah ja. Auf der größten Kunstmesse aller Zeiten wart.
Und Spiele sind auch Kunst. Ihr wart nämlich in L.A. Wollen wir es so chronologisch machen, so ein bisschen mit Anreise, PK? Oder ich habe mir auch so ein paar Stichwörter aufgeschrieben, wie gerissene Hose. War schon nice, Alter. Ich finde, das zieht sich halt sonst so. Also wollen wir erstmal über die PKs reden? Ihr wart ja vor Ort. Ja, PKs reden ist erstmal cool. Von mir aus gerne. Also ich war nicht auf allen. Christian auch nicht. Also wir waren nicht auf allen. Ich sag mal auf den wichtigsten. Auf den größten. Genau, auf den PC Gamer und wie sie hießen da. Waren die wir, haben wir leider verpasst. Genau. Ihr wart auf den wesentlichen Messen, PKs. Genau. Ja, wie habt ihr das denn so vor Ort empfunden? Ich fand es von zu Hause aus ein bisschen unterwältigend, muss ich sagen. Ich war überwältigt. Ich glaube, ich war noch nie so hibbelig. Weil du vor Ort warst, oder? Ja. Ja. Weil das Gefühl vor Ort, also da gibt es halt auch wieder zwei Sachen, wo man so ein bisschen trennen muss. Du hast einmal so diesen Aspekt von Pressekonferenz und Event und Show und so weiter und Inhalt. Und so vom Vorortsein und da sitzen und die Mucke ist halt super laut und irgendwie die Leute schreien rum, das ist schon echt geil. Also da habe ich wirklich Adrenalin gehabt. Vom Inhalt, ja, ist halt so, wie sich das in den letzten Jahren immer so ein bisschen mehr abzeichnet, so jeder geht auf Sicherheit, lass mal lieber Teil 4 von irgendeinem Spiel machen oder Teil 5, anstatt irgendwie was großartig Neues zu machen, wobei Neuheiten gab es ja bei jeder PK eigentlich. Ja. Ich fand es solide. Also vom Inhalt fand ich es halt solide gemacht. Ich denke mal, darauf haben die auch abgezielt. Ja. Aber die Show, also an sich war mega geil. Da zu sitzen und dabei zu sein. Wer brüllt da eigentlich immer die ganze Zeit? Also wer jubelt? Was sind das für Menschen, die man gekauft? Ich weiß nicht mal, ob die gekauft sind. Ich glaube einfach, das sind einfach Mitarbeiter. Also das ist mir aufgefallen bei eigentlich vielen PKs, also bei Bethesda und bei Ubisoft sitzen halt sehr viele Mitarbeiter halt da. Ich weiß nicht, ob es immer nur Entwickler sind und so weiter, aber die sitzen halt auch, fand ich, relativ weit vorne und nur die gehen halt ab. Die haben ja den Kram programmiert. Wäre auch richtig schade. Ich würde auch sitzen und denken, so, yo, gesehen, Alter, jetzt kommt mein Game. Da würde ich auch rumschreien. Ja. Also, ich will da einfach niemandem was Böses unterstellen. Ich meine, natürlich kann das auch passieren, dass du irgendwelchen Leuten sagst, yo, ihr kriegt Tickets in der ersten Reihe, dafür geht er aber richtig ab. Oder vielleicht machen die es ja auch so. Ich meine, hier dieser eine Musiker macht das doch auch, dass er irgendwie seine Mega-Fans in die erste Reihe setzt, damit die halt Spaß haben und die beste Stimme rüberkommt. Kann ja auch da einfach auch sein. Weiß ich nicht. Aber bei Bethesda war es schon echt extrem. Ich weiß nicht, war es bei Todd Howard? Oder generell? Also irgendwo war es, da habe ich mir gedacht, die jubeln einfach nach jedem Wort. Ja, ich glaube, das war echt extrem. Ja. Das war echt extrem, wo ich mir so dachte, Leute, jetzt lass den Mann doch mal ausreden. Also, hi, yeah! Ja. Also, yeah! What the fuck, Jungs? Und wenn er bei Fallout 76 jubelt, dann lügt er. Ja, weiß ich gar nicht. Mit Fallout habe ich immer so ein Problem, was sich wahrscheinlich nie wieder beheben lassen wird. Also ich mag diese ganze Fallout-Welt und so ja auch total gerne. Das Problem ist Fallout 76 und jetzt kommt dieser Patch irgendwie im Herbst, der NPCs und so weiter hinzufügen soll. Das heißt, meine Hoffnung auf einen neuen Fallout-Titel mit einer vernünftigen Engine und so rückt in weite Ferne. Oh ja. Das, du kriegst ja erstmal Doom. Ja. Oh ja. Und es gibt dann noch The Outer Worlds von. Ja. Den woher kommt das dieses Jahr schon? Nee, das weiß ich nicht, ob das dieses Jahr kommt. Aber es ist, glaube ich, näher dran als ein neues Fallout. Würde ich jetzt mal. Das Spiel wird am 25. Oktober 2019 veröffentlicht. Ja, wunderbar. Kannst du gleich Urlaub einreichen. Du meinst das von Obsidian, ne? Genau, ja. Die hatten ja, glaube ich, New Vegas gemacht, hat Peter erzählt. Ah, ja, stimmt. Ja. Also, ja. Da könntest du auf deine Kosten kommen. Ja, ich habe da eh keine. Ich glaube, ich habe da eh nicht so die Probleme. Ich habe immer noch so das Ding, auf jeder PK ist eigentlich so ein bisschen für jeden was angekündigt worden. Ja. Also wenn du mal vorne anfangen willst, Microsoft war sehr viel angenehmer, als ich irgendwie so dachte, weil wir halt echt nicht lange gewartet haben. Da habe weil draußen war es ja auch irgendwie in der brütenden Sonne und dann hast du noch so 33 Grad und ich habe echt gedacht, wir müssen jetzt irgendwie mal so
2,5 Stunden draußen anstehen, um dann reinzukommen. Das ging doch recht fix, Brom. Ja, das stimmt. Das hatten sie gut und besser gemacht. Ja, war das anders? Ja, letztes Mal standen wir mega, also letztes Jahr standen wir super lange in der Sonne. Okay. Also wirklich 1,5 Stunden oder so. Ach krass. Ne, wir waren, weiß ich nicht, gefühlt so eine halbe Stunde, würde ich sagen. Maximal, ja. Ja, maximal wirklich, weil du musstest halt ein bisschen stehen, weil deine Taschen werden halt kontrolliert und danach. Aber da gab es auch mehr Schleusen ja, dieses Mal. Ah, okay. Wonach, also die suchen natürlich erstmal nach Waffen und Bomben und sowas, aber achten sie ja, auch Waffen. Zum Beispiel darauf, dass ihr da nichts irgendwie heimlich mitfilmt, was nicht gefilmt werden soll oder so? Ja, da gibt es ja nichts, was nicht gefilmt werden darf. Ich glaube nicht, genau, weil das wird ja eh live gestreamt. Ja. Ja, aber ich dachte, sie haben da auch noch irgendwelche Sachen ausstehen oder so, dass man mal irgendwas anzocken kann oder ist das wirklich nur... Nee, bei der PK, also Moment, bei der Pressekonferenz glaube ich... Entschuldigung, glaube ich nicht, dass denen das irgendwie wichtig ist, dass da niemand filmt. Da stand nichts und da hat auch keiner nachgeguckt. Das Einzige, was wohl mal gewesen ist, da ist dann immer so ein bisschen die Diskussion, wenn du Stative mitnimmst. Ist okay. Das schon ein Schlagwerkzeug? Können damit Menschen verletzt werden? Bla bla bla. Aber filmen darfst du da, wie du lustig bist. Hm. Ist halt nur die Frage, ob es Sinn macht. Denn die, dadurch, dass es eh gestreamt wird, ist die Qualität des Streams natürlich direkt schon relativ hoch. Okay. Bei der Lautstärke, die dann da herrscht, ob dein Mikro das so hinkriegt, vernünftig aufzunehmen. Ich glaube, bei Microsoft waren auch am meisten Leute vor Ort, ne? Ja, also da war die Halle am größten. Das war aber auch im Theater. Hm. Das ist eh so eine krasse Sache. Also die E3, ich gucke mir gerade die Besucherzahlen an. Die, also von der Messe selbst. Dieses Jahr waren 66.100 Leute da, was jetzt nicht schlecht ist. Letztes Mal waren es 69.2. Aber ich finde, Microsoft ist ja auch nur so ein Anhängsel von der E3, oder? Weil die sind im Theater, das ist im Endeffekt auf der Straße gegenüber, da ist die Pressekonferenz gewesen und danach waren dann auch die Sachen für die Messe da. Also die sind gar nicht auf dem Messegelände. Achso, die haben alles in einem eigenen Gebäude gemacht. Ja, ja. Ja, die haben ja, das Microsoft Theater daneben gehört denen doch, glaube ich, auch richtig, oder? Also auch normaler, aber durchs Jahr hindurch. Sind sie deswegen, heißt es vielleicht deswegen Microsoft Theater? Genau, also das steht hier. Microsoft Theater is one of the premier entertainment venues in Los Angeles. Okay. Aber die hosten auch andere Events da. Das heißt, Microsoft war nicht auf dem Messegelände direkt selbst. Es wird gesponsert von Microsoft, steht hier übrigens. Okay. Aber nee, die waren nicht auf dem Messegelände, sondern halt quasi gegenüber. Mhm. Also das war wirklich direkt daneben. Naja, da musst du echt nicht lange hinlaufen. Aber auf der Messe, ich weiß gar nicht, auf der E3, was stand denn da? Bethesda, Microsoft, Nintendo, obwohl die halt keine PK machen, Square Enix, Ubisoft, Devolver Digital. Wir müssen übrigens noch vielleicht dabei sagen, Ubisoft hat uns zur E3 hingebracht. Deswegen war alles, was wir halt mit Ubisoft gemacht haben, werbegekennzeichnet. Ja, und da haben wir eigentlich viel gemacht, finde ich. Das war auch ganz cool. Also, haben wir mit den PKs angefangen? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, mehr also oder weniger. Sonntag? Wir waren kurz vor, waren noch bei Ubisoft ganz kurz. Am Samstag. Stimmt. Schon mal anspielen, oder? Ja. Genau, und zwar Ghost Recon. Genau, wir haben als allererstes waren wir da und haben Ghost Recon gespielt. Und das war echt cool gemacht, weil jeder hatte halt so ein kleines Räumchen, also so ein kleines Räumchen. Das war so geil, da setzt du dich da hin, da liegt halt Maus, Tastatur, Controller. Jeder setzt sich dann dahin. Wir haben dann erst so eine kleine Präse gekriegt, wo dann die Neuigkeiten gezeigt wurden und so. Und dann darfst du halt zwei Stunden haben wir gespielt, oder? Schon lang. Darfst du dann selber spielen, dann kommst du da hin, setzt dich da hin. Das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, ist WASD auszuprobieren, drückt auf W. Der ganze Bildschirm grün und pink. Und der Entwickler kommt und sagt, ey Leute, übrigens, nicht die Tastaturen anfassen. Muss da alles neu gestartet werden. Das war lustig. Oh Mann, das ist ja auch geil gemacht, ey.
Ja, ich meine, die Entwickler, die haben da natürlich immer irgendwie, die haben immer sehr große Angst, solche Sachen, finde ich, zu veröffentlichen, obwohl es eigentlich gar nicht so tragisch ist, weil irgendwie die Leute in deren Augen immer direkt das auf das fertige Spiel beziehen. Ja. Ne? Also deswegen wird ja auch immer, wenn du irgendwie eine Beta oder irgendwie sowas spielst, wird meistens mittlerweile in riesig großen Buchstaben Beta oder sonst irgendwie was eingeblendet. Weil es ja nicht das fertige Spiel ist, wo ich mir so denke, ja, Leute, das dürfte doch wohl hoffentlich klar sein. Ja, die trauen ja immer nicht zu, dass man das so abstrahieren kann. Ne? Nee, dass man das irgendwie so rüberbringt. Aber war cool. Also wir haben Ghost Recon haben wir aufgenommen. Das war so der Samstag. Danach mussten wir das noch hochjagen. Was haben wir denn danach gemacht, dass wir da irgendwie keine Zeit mehr zu hatten, das bei Ubisoft direkt zu machen? Wart ihr essen? Nee. Ja, abends, aber irgendwas war da noch. Keine Ahnung. Das aber Microsoft PK war die erste PK, logischerweise, für uns. Ja, wie gesagt, war cool. Ich fand auch, das war eine solide PK an sich. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die schon mal irgendwie ankommen mit, hey, wir machen eine neue Konsole, weil ich dachte, das wäre für Microsoft erstmal zweitrangig, weil die jetzt mehr auf Play Anywhere setzen und jetzt auch mit ihrem eigenen Streaming-Dienst um die Ecke kommen. Haben ein paar nette Zahlen gesagt, ne? Also up to 8K, bis zu 8K und bis zu, ob es jetzt wirklich wann was kann, ist ja auch wieder die Frage. Aber eine coole PK. Mhm. Ja, ach so, ja klar, Cyberpunk. Microsoft hat natürlich immer jetzt den Vorteil, nicht nur eigene Spiele, sondern dadurch, dass das Sony ja auch nicht mehr da ist, geht jetzt zum Beispiel ja auch, keine Ahnung, ein COD oder ein Cyberpunk oder sonst was, haben die ja nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, okay, wir zeigen das auf der PlayStation 4. Sondern wenn die auf eine Bühne wollen, müssen die halt zu Microsoft. Und dadurch haben die so ein bisschen den Vorteil, immer eine sehr vollgestopfte PK haben zu können, weil natürlich nicht nur ihre eigenen Produkte vorgestellt werden. Ja. Ja, und sie hatten ja auch mit Keanu Reeves da so ein bisschen eins der Highlights. Ja, also. Vogel abgeschossen. Ja. Also das war schon echt eine gute Nummer. Ja, absolut. Da haben sie auch den richtigen Typen zur richtigen Zeit erwischt. Der ist ja eh gerade so, finde ich, so einem Hype, oder? Ja, ja. Ich glaube, der hat auch ein paar, also der ist ja allgemein, was man so liest, ist das ja wohl ein Mensch, der sich sehr viel um seine Mitmenschen und so kümmert. Sehr bescheiden und sowas. Und dann natürlich wird das noch verstärkt durch solche Rollen wie John Wick, wo er also für seinen Hund sonst was auch, also umsetzt, weil die Leute den Hund umgebracht haben. Ja, Hunde sind auch cooler als Menschen. Menschen sind einfach Schweine. Kann ihn voll voll verstehen, dass er das abzieht. Ja. Also ja. Das ist schon eine gute Nummer. Generell, ja, Cyberpunk hatten wir noch, also da dürfen wir natürlich nichts von erzählen, wobei doch erzählen darfst du schon, aber macht man trotzdem nicht, weil das könnt ihr euch ja selber angucken, da haben wir ja noch die Präsentation für gesehen am Kann man sich noch nicht selbst angucken. Nee, die kann man sich noch nicht angucken, also das war eine Vorführung. Das Geile ist, die Vorführung hat angefangen und dann kam am Ende, wer kam am Ende noch rein? Ach ja, Todd Howard musste sich dann noch schnell dahin setzen. Ist dann leider ganz schnell wieder verschwunden, aber ich frage mich, also, ob es irgendeinen Faktor gibt, wie man dieses Spiel noch gegen die Wand fahren kann. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Könnte nachher schlecht sein. Exklusiv im Epic Store. Nee, hey, selbst das, also, das wäre mir persönlich, ist mir eh egal, aber also selbst das würde dieses Spiel, glaube ich, sehr gut überstehen, weil im Zweifel hieße das ja auch wieder nur, gibt es exklusiv im Epic Store und zeitgleich noch bei GOG. Weißt du, so wie Anno bei Uplay noch ist oder so. Also, man hat ja noch nicht so viel Gameplay gesehen jetzt, so, ne? Ich glaube, letztes Jahr nach der Gamescom gab es ein Gameplay-Video, das 20 Minuten oder so ging oder 40 sogar. Deswegen kann ich persönlich jetzt noch gar nicht so viel darüber sagen, ob es sich nachher auch spaßig spielt. So alles, was man sieht, sieht cool aus und verspricht viel, aber ob es dann auch sich schön spielt, ist dann nochmal eine andere Frage. Keine Ahnung. Mhm. Ja, ich glaube, das Videomaterial, was sie da released haben, war im Endeffekt die Präsentation von letztem Jahr. Wenn ich mich da richtig erinnere. Genau. Und ich hatte tatsächlich öffentlich gelesen, dass die Präsentation dieses Jahr wohl angeblich nach oder bei der PAX West öffentlich gemacht werden soll.
Ich denke, da kann man so sagen, weil das stand irgendwo öffentlich. Packed West. Ob es offiziell war, weiß ich allerdings nicht. Das muss ich auch dabei sagen. Wäre dann Ende August. Ja. Ja. Was aber dann im Umkehrschluss auch bedeuten würde, dass man es nicht zur Gamescom zeigt. Ja, also sie werden dann auf der Gamescom, werden die ganzen Leute, die da in der Präsentation sitzen, nochmal dasselbe angucken wie auf der E3. Das heißt, für euch lohnt es sich dann weniger. Ja, wobei, kannst du dich da nicht, also gibt's nicht, ist das wieder so eine Fachbesuchernummer? Letztes Jahr war es eine Fachbesuchernummer. Das weiß ich halt gerade gar nicht. Ob es auf der E3 selber, auf der Messe auch einen Stand, nee, gab's nicht. Aber die E3 ist doch eine allgemeine Fachbesuchermesse, oder? Da kommen ja keine. Nee, da kommt mittlerweile jeder drauf. Ja, geht so. Also, kannst du aber ein Ticket kaufen. Also, die hatten 2017 haben die erstmals für die allgemeine Öffentlichkeit halt zugänglich gemacht und haben da von ihren 68.000 Tickets sind 15.000 an Besucher gegangen. Jetzt muss man allerdings überlegen, dass es zumindest letztes Jahr gang und gäbe war, ich denke dieses Jahr auch, dass die ersten 1.000 Leute für die Tickets 100 25 Dollar oder so bezahlen und alle anderen $250. Ach du Kacke, noch mehr. Und das finde ich halt echt krass. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wir waren auf der Messe beispielsweise auch bei 2K, bei Borderlands 3. Und da hast du auch Wartezeiten von, also da waren halt super viele Leute und da stehst du halt locker 2 Stunden an. Ja. Ja. Das finde ich schon echt krass. Also. Naja. Aber ihr seid dann an der Schlange vorbeigelaufen, oder? Ja, da wir mit Borderlands 3 ja auch eine Kampagne fahren, ne, Hashtag Werbung, hatten wir da einen Termin. Beziehungsweise wir hatten eigentlich, weil wir nicht nur, weil wir clevere Burschen sind, sondern weil unsere Agentur clevere Menschen hat, hatten wir halt für alles einen Termin. Ja. Und das meiste haben wir auch abgearbeitet im Endeffekt, bevor die Messe überhaupt aufgemacht hat. Na, auch schön, dann könnt ihr hinterher Feierabend machen. Ja, nee, also ein paar Sachen hast du halt schon noch. Also die E3 an sich, wir haben halt also so ein grober Überblick mal, was wir da überhaupt gemacht haben. Wir waren halt auf den Pressekonferenzen von Microsoft, Bethesda und Ubisoft. Hatten halt bei Ubisoft diverse Termine zum Aufnehmen. Bram hat ja beispielsweise auch Roller Champions gestreamt. Dann hatten wir in unserer Kooperation mit 2K zu Borderlands, haben halt Borderlands 3 aufgenommen. Da gab es dann leider das Problem, dass es keine Mikrofone gab und wir uns da anderswertig leider behelfen mussten. Gute alte Nachsynchronisierung, oder? Nee, da mussten wir das Mikro sowohl von der Kamera nehmen als auch vom Handy. Also wir haben einfach beides aufgenommen, ja. Aber beides war suboptimal, weil du halt in einem relativ kleinen Raum mit 20 Leuten sitzt. Neben uns hat Lara gesessen, wie die Zuschauer im Video richtig haben. ja, und das ist so die E3 und ich fand die echt geil. Also so als nicht nur Personal Enjoyment, so was man erlebt hat. Wir waren ja auch mit 15 Leuten oder ich weiß gar nicht wie vielen genau, von unserer Agentur da. Also mit unterschiedlichen Kanälen. Das war schon echt eine coole Nummer. Und zusätzlich dazu hast du halt auch immer, wie sagt man das denn? Präsenz bei den Entwicklern und Publishern. Und wie in jeder Branche ist wahrscheinlich gerade im Videospielbereich auch Vitamin B jetzt nicht das Schlechteste. Nee, das ist richtig, ja. Genau. So Netzwerken nennt man das auch genau, immer. Genau, Netzwerken nennt man das. Das ist immer nicht zu unterschätzen, wenn die Publisher einen kennen und wissen, dass man ganz in Ordnung ist, dann ist das immer viel wert. Also ich glaube, die E3 ist ganz wichtig. Ja. War cool. Also nächstes Jahr gerne wieder, denn so wie ich das mitbekommen habe, ist der Stream von den anderen auch ziemlich gut gelaufen. Und da kann man gerne durchwechseln. Und je nachdem, wie es so nächstes Jahr geplant ist und was wir da, wie sagt man das denn jetzt, beruflich da machen können, würde ich da gerne wieder hinfahren. Mhm. War schon echt cool.
Wie ist das eigentlich zwischen den PKs? Dann gibt es irgendwie einen Bus, der dann von PK zu PK fährt, oder? Bram, ich glaube, es gab einen Bus von Microsoft, oder? Microsoft sind wir nach Bethesda in diesem Bus gefahren. Oder von Ubisoft? Nee, von also wir sind zu, von Ubisoft zu Ubisoft PK. Da sind wir mit dem Bus gefahren, mit dem Fabian. Jo. Mit dem Sigi. Aber der hat nicht den Bus gefahren, oder? Ich glaube, es gab... Nee. nee. Ich glaube, es gab von Microsoft zu Bethesda, da hat irgendwer gesagt, es gibt irgendeinen Shuttle von der Messe, aber das Problem ist, da sind so viele Menschen, darauf haben wir uns dann nicht verlassen. Wir hatten irgendwie Zeitdruck, ich weiß überhaupt nicht warum. Es hieß, wir müssen jetzt schnell zu Bethesda und haben uns im Endeffekt dann irgendwie mit allem einen Uber bestellt, sind da alle rein und sind zu Bethesda gefahren. Ich glaube, es war deswegen gut, dass wir da so früh angekommen sind, weil du hast auch da Free Seating, kriegst aber, wenn du ankommst, eine Sitzkarte zugewiesen. Also bei Microsoft ist es halt so, du gehst da rein und suchst dir halt einen freien Platz. Ja. Und bei Bethesda war es so, da haben wir so eine Karte gekriegt und dadurch, dass wir alle da waren, haben wir halt alle die Karten hintereinander gekriegt und haben halt alle zusammen gesessen. Und haben dann trotzdem noch 2 Stunden gewartet. Aber es war cool. Vor allem bei Bethesda waren ja auch irgendwie der Bethesda-Streamer da. EOS Andy haben wir getroffen. Der war auch bei Bethesda da. Der hat mich auf Instagram gekillt. Seine Storys, das ist unglaublich. Der hat für Bethesda die Bilder gemacht, glaube ich, ne? Offiziell. Also der war auf jeden Fall für Bethesda da und seine große Kunst ist ja das Fotografieren, deswegen danke ich, ja. Also, oder als Gronk-Double. Bitte? Ich sag, oder er war als Gronk-Double da, weil sie Gronk nicht bekommen haben und sie EOS Andy genommen. Kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, es waren allgemein irgendwie so, mein ganzes Instagram war voll mit Leuten, die irgendwie drüben sind. Ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Ja, macht ja für viele auch Sinn. Also, weil ja auch die Entwickler und Publisher immer mehr die Möglichkeit bieten, Sachen vor Ort zu machen. Also ich glaube, Streaming haben relativ viele gemacht von uns, die da waren. So nach dem Motto, yo, wir streamen jetzt, keine Ahnung, Roller Champions oder whatever. Dann aufzunehmen. Mich würde sehr wundern, wenn auf den E3s vor dem Social Media Hype auch nur irgendwelche Rechner oder Konsolen gestanden haben, die aufnahmefähig oder aufnahmebereit sind. Hm. Das kommt ja immer mehr auf und ich will sogar mal die These aufstellen, dass es die E3 wahrscheinlich so gar nicht mehr geben würde, wenn es nicht dieses ganze Streaming und so jetzt gäbe. Allein durch die Pressekonferenzen vorher erreichen die Leute ja viel mehr Aufmerksamkeit und so, also die Publisher. Wenn es jetzt einfach um die 60.000 Leute gehen würde, die da hingehen und hinterher mal einen Artikel drüber schreiben, ich glaube, das hätte nicht mehr denselben Hype-Charakter. Ja, das ist schwierig. Also, es gab ja mal die E3-Krise 2007, 2008, wo die dann irgendwie sich überlegt haben, yo, das ist alles zu teuer, also für die Aussteller ist alles zu teuer und wir machen das irgendwie viel, viel kleiner und sind dann irgendwie zu einem Airport gegangen und haben da irgendwie, keine Ahnung, 7.000 Besucher gehabt oder so. Und dann haben sie es irgendwann doch wieder nach L.A. verlegt und dann kam EA vorbei und all sowas, dann hatten sie trotzdem wieder 40.000. Ich weiß halt nicht, ob es 2008, 2009 schon diese Streaming-Nummern gab. Ich glaube nicht. Nee, 2009 ging das ja so mit YouTube gerade langsam los erst. Ja, genau. Also. Aber ob es dann vielleicht früher wieder abgeflacht wäre, weiß ich nicht. Die haben auf jeden Fall nochmal einen Schub gekriegt in den letzten Jahren von der Besucherzahl. Mhm. Gerade auch, glaube ich, die Öffentlichkeit zugänglich hat nochmal über 10.000 Leute gebracht. Aber puh. Ist halt immer noch wichtig. Also es hat sich ja etabliert, dass das Unternehmen da ihren neuen Shit präsentieren. Und ja. Sony hat sich da jetzt auch wieder so ein bisschen rausgenommen. Phil Spencer hat ja schon gesagt, er findet das irgendwie schade, auch wenn es konkurrierende Unternehmen sind, ist trotzdem die E3 ja der Punkt, wo man im Endeffekt den Status der Branche zeigen kann. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, die Messe auch immer noch so wichtig und wahrscheinlich wird sie es auch erstmal noch so bleiben. Also ich kann mir beispielsweise, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie bei der Gamescom irgendwie in 2 Jahren es so ist, dass irgendwie Microsoft und Sony da irgendwie ihre Konsolen oder so vorstellen als Exklusivität. Also ich glaube auch, Sony wird bestimmt nächstes Jahr wieder dabei sein, wenn es dann um die nächste Konsolengeneration geht. Würde mich wundern. Mm.
Wobei sie ja auch an, auf der Gamescom, ne? Auf der Gamescom war Sony letztes Jahr auch nur mit einem sehr kleinen Stand. Also. Sind die denn dieses Jahr schon bestätigt? Nee, da gibt's noch keine Infos zu, aber ich glaube, das sagen sie eh immer sehr spät erst zu oder ab. Ich hatte gestern irgendeinen Artikel gefunden, den hatte ich mal. Kommt halt auch drauf an, denke ich mal, wie gut sich das für Sony jetzt rechnet, nicht auf der E3 zu sein. Also wenn die jetzt, weiß gar nicht, was die da so vorhaben, aber das, was die vorhaben, wenn sich das dann auszahlt, boah, warum? Ne? Ja, ist ja auch wirklich die Frage, was man weiß zu zeigen halt, hat, ne? Also in Last of Us 2 natürlich. Ja, das Problem ist, Sony hat halt immer sehr viel eigentlich zu zeigen an Spielen. Deswegen fehlte mir das auch persönlich so ein bisschen. Ja. Ja, das fand ich auch sehr schade, dass die diesmal nicht da waren. Ich fand auch, man merkte es so im Line-Up irgendwie, ne, dass da noch ein großer Player fehlt, so also bei den Pressekonferenzen. So, das war schon immer so mit die spannendste PK. Wobei aber es letztes Jahr sehr abgefahren war mit den ganzen Musikern und so. Naja. Also von Spielen, ich fand eigentlich jede PK, die war halt so ein bisschen, ja, wie gesagt, ne, also schon so ein bisschen auf Sicherheit aus, weil es halt wieder Fortsetzung geht, aber irgendwie hat dann doch jede PK wieder so ein bisschen irgendwie ein Spiel dabei gehabt, wo ich mir dachte, oh cool, das könnte ganz schön werden. Ich glaube, bei Microsoft war es so dieses 12 Minutes. Mhm. Was hatten wir sonst noch? Bei Bethesda war es Ghostwire. War ja auch komplett neu. Ach so, stimmt. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, das war tatsächlich so ein kleiner Negativpunkt. Es waren halt alles Render-Trailer. Oder größtenteils. Also außer bei den Titeln, wo du schon weißt, okay, es kommt ein Watch Dogs Legion. Da wurde dann, ich glaube sogar 20 Minuten, 25 Minuten Gameplay gezeigt. Die Killer-Oma. Die war super. Aber es war sehr viel vorgerenderte Videos. Ja, das hatten wir letzte Woche auch schon hier besprochen, dass es echt kaum Gameplay zu sehen gab, was sehr schade ist, finde ich. Ja. Aber wahrscheinlich haben die sich alle jetzt nicht getraut, so mit Hinblick auf die nächste Konsolengeneration. Weil ich vermute mal, dass die großen Titel dafür schon entwickelt werden. Und bevor sie nachher dann wieder irgendwie downgraden müssen alles, weil die Technik... Sollte man die dann jetzt noch schnell kaufen? Die was? Naja, wenn ein großer Titel, also keine Ahnung, nehmen wir mal, was ist denn groß? Hier, Watch Dogs Legion lese ich gerade, ja? Ja. Erscheint jetzt nächstes Jahr im April? Irgendwie so, war das so? März? Da irgendwie erschien sowas, ne? Auf jeden Fall Cyberpunk. Watch Dogs Legion kommt doch, warte mal. Das gucke ich jetzt nach. Ja. Das könnte hinkommen. 6. März. Okay, ja. 6. März erscheint das. Und dann kommen die aber um mit, ey, yo, wir haben jetzt irgendwie die neue Konsole. Ach, wobei, ich spiele das eher am PC, das ist alles Blödsinn. Ja, ich auch. Ich habe gerade überlegt, weißt du, dann kaufst du dir halt irgendwie Watch Dogs Legion noch für die PS4 im März und dann kommt aber irgendwie im Juli oder was weiß ich, weil, ja, wobei, die gehen dann. Nee, ich denke, im Winter werden die neuen Konsolen dann kommen, oder? Ja, zum Weihnachtsgeschäft halt wieder irgendwie im Herbst, im Oktober oder so kommen dann wieder die neuen Konsolen und ja, passt schon. Das Einzige, was mich sehr beeindruckt hat, praktisch gesehen auch, um irgendwie bei Technik zu bleiben, denn jeder fängt ja mit dem Streaming-Dienst jetzt irgendwie an. Also Bethesda hatte irgendwie Orion, Microsoft will da irgendwie auch in die Richtung und Stadia wurde ja vorher schon vorgestellt, aber viele haben das irgendwie missverstanden oder es wurde auch zumindest von Dings nicht korrigiert, dass es so Netflix für Spiele wäre, was es aber gar nicht ist. Ja. Das habe ich ausprobiert mit Doom Eternal. Also auf der Konsole gespielt und also entweder haben die mich verarscht und das lief da auf dem Laptop oder ich habe keine Verzögerung bemerkt. Also wirklich gar kein Lag irgendwie. Nee. Weil es wäre mir ja unangenehm aufgefallen, gerade bei so einem Shooter wie Doom, der richtig gutes Shooter-Gameplay hat mit Movement und Gefühl beim Zielen. Ich meine, okay, war mit dem Controller, das kam jetzt bei mir eh nicht so rüber, aber das wäre mir aufgefallen. Wahrscheinlich stand der Server direkt neben dem Router irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also es war bei Google, wo wir das gemacht haben. Du hast ja auch diese Founders Edition schon geholt, ne? Habe ich tatsächlich gemacht, ja. Ja. Gucken wir mal.
im Zweifel finde ich das eine gute Nummer, diese Streaming-Geschichte für Leute, die sich jetzt nicht laufend neue Systeme holen oder neue Laptops oder so. Hm. Und wenn das dann wirklich eingabefrei funktioniert, warum nicht? Ja. Musst du halt nur die Spiele noch kaufen. Aber da haben die Entwickler und beziehungsweise Publisher ja auch schon vorgesorgt. Denn jeder hat mittlerweile einen Pass. Also es gibt den Uplay Plus Pass, es gibt den Xbox Pass und den EA Pass gibt es ja sowieso schon. Da gibt es ja sogar Access und Premiere und keine Ahnung was alles. Und ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie zusammengerechnet, weil ich wir haben die Rechnung im letzten Podcast gemacht. Ja? Ja. Weil, wie viel seid ihr gekommen? ja, wir haben, glaube ich, so ausgerechnet, dass man wie viele Titel, ich glaube so ab 3 bis 4 Vollpreistitel im Jahr lohnte sich das schon. Was? Nee, warte mal, nee, im Monat, sorry. Ich wollte gerade genau, sagen, also deswegen, das muss ja locker 50 Euro sein. Also bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, nochmal nachhören. So, du hast ja Xbox, du hast Ubisoft, du hast EA. Ja. Und dann nimmst du vielleicht noch Sony, aber wenn du Xbox, dann nimmst du wahrscheinlich nicht Sony dazu, ne? Weiß man nicht. Ja. Also. Aber okay, also, ja gut, wenn du das schon aber gemacht hast. Aber so, du musst schon mindestens einen Vollpreistitel, glaube ich, kaufen pro Monat, damit sich das rechnet. Und dann musst du dich aber zusätzlich noch entscheiden, und das steht ja auch noch nicht so ganz fest, wenn ich jetzt Stadia habe, wofür ich ja auch bezahle, ja. Ich kriege aber durch den Pass die Microsoft-Spiele. Microsoft hat aber einen eigenen Streaming-Dienst. Also dann bräuchte ich ja dann auch wieder beide Streaming-Dienste. Hm. Das ist so, das finde ich, wird halt so ein ähnliches Problem wie Plattformen. Und das wird sogar ein größeres Problem, finde ich, als wenn ich mir jetzt einfach Steam runterlade und Epic runterlade und Origin runterlade, was tatsächlich ja sogar noch kostenlos ist. Wenn es dann unterschiedliche Streaming-Dienste gibt, die dann aber wieder unterschiedliche Spiele-Abos und so weiter anbieten. Weil da geht es ja dann auch tatsächlich um Geld, was ich da bezahlen muss. Na, gucken wir mal. Aber wir haben festgestellt, auf dieser E3, die Zukunft des Videospiels liegt im Streaming, was ich noch gar nicht so negativ sehe, wie das irgendwie bei vielen ankommt. Ja, würde mich auch mal interessieren, was so Entwickler dazu sagen, so zu Google Stadia und so, wie die das sehen, weil ich glaube, ich vermute mal, die haben jetzt erstmal aufgeatmet, dass das kein Netflix ist, weil das bedeutet, dass sie grundsätzlich langfristig auf jeden Fall mehr Geld bekommen. Ich denke, jetzt kurzfristig würde man sehr viel Kohle bekommen, auch als Indie-Entwickler, weil die natürlich erstmal ihr Portfolio aufpimpen wollen. Aber langfristig ist es wahrscheinlich dann eher nicht so die gute Entscheidung. Vielleicht wird es der nächste Schritt sein, dass wenn Streaming etabliert ist, dass das dann irgendwie kommt. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Stadia dann irgendwie sagt, so okay, für $25 im Monat bekommst du die ganze Bibliothek oder so. Ein paar Sachen gibt es ja irgendwie für die Founders Premium. Ja, hier nicht Division, sondern das andere, der Weltraumshooter von Activision. Was? Da, wovon es auch einen zweiten Teil gibt. Das lasst mich nicht hängen. Der Weltraumshooter? Ja, wo man so auf. Ich weiß gerade auch nicht, welche Nummer meinst. Destiny 2, ja. Ah, okay, ja. Ja. Kann man als Weltraumshooter bezeichnen, oder? Nee, aber bei Weltraumshooter denke ich halt nur mal an so Sachen wie, weiß nicht, EVE Online oder. Okay, ja. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Ja, das stimmt. Ja, aber zum Ausprobieren ist es wahrscheinlich ganz nett. Aber da schreit auch kein Hahn mehr nach, oder? Also. Weiß ich gar nicht. Ich finde, das ist immer so subjektiv. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, so wie Fallout 76 beispielsweise angekommen ist, es müssen ja immer noch genug Leute spielen, dass die da immer noch weiter Content reinballern. Ne? Da sind wir, oder spielt denn Fallout 76 noch, weißt du? Oder sie versuchen einfach, das Ding irgendwie wiederzubeleben, weißt du? Der Patient liegt schon tot am Boden, aber sie versuchen mit Elektroschocks den danach wieder ein neues Leben einzuhauchen. Das kannst du auch haben. Das kann natürlich sein. Ja. Aber das wäre schon hochrisikohaft. Ja, andererseits ist es vielleicht als Publisher auch nicht so geil zu sagen, nach 6 Monaten oder so, okay, das Spiel ist tot. Wir lassen es jetzt mal liegen, aber wir werden in Zukunft. Müsst ihr ja, aber bitte das wäre konsequent. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein krasses Zeichen so an die Community, die sich das alles vorbestellt hat und so.
Ja gut, also die Systeme, wenn du dann sagst, okay Leute, das ist tot, wir schalten jetzt alles ab, dann hast du ja immer noch Möglichkeiten zu sagen, nicht unbedingt, du kriegst dein volles Geld zurück, aber da gibt es ja immer noch Mittel und Wege, die Leute da vielleicht ein bisschen zu beschwichtigen. Was weiß ich, kriegst irgendwie 80% Rabatt auf die nächsten Fallout-Titel oder was weiß ich, ne? Also das können sich die Marketing-Leute dann überlegen. Aber ich fand es tatsächlich ungewöhnlich, schon alleine bei der PK, dass Todd Howard sich dahingestellt hat und gesagt hat, ey Leute, wir haben eine Menge Kritik bekommen und das war auch gerechtfertigt. Das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, ich meine, was sollen sie auch anders sagen, aber sie hätten auch einfach nichts sagen können. Ne? Ja. Dass sie sich nicht dahinstellen, das Problem ist, aber er hat klar, sich nicht entschuldigt, oder? Also er hat nur gesagt, ja, wir haben es falsch gemacht, aber ich glaube, so richtig entschuldigt. Er meinte doch well deserved, oder? Well deserved Critics oder irgendwie so ein Kram. Ja. Klar, sie haben danach Sachen angekündigt, das ist natürlich auch wieder schwierig. Naja. Ich finde, die sind auf jeden Fall immer näher dran als an der Community als so manche anderer Publisher, das kann man schon so sagen. Ja, dann verstehe ich aber auch wieder nicht. Also, wir haben Nuclear Winter ja gespielt, ja. Und, um dem Video vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, ich verstehe viele Entscheidungen nicht. Entscheidungen einfach nicht. Okay. Nee. Also seid gespannt auf das Video. Es war online gegangen. Ist online gegangen. Ja, nice. Also unabhängig davon, wie es aussieht, ja, das ist mir bei solchen Spielen mittlerweile völlig egal. Aber jeder Mensch, egal ob er Battle Royale jetzt gut oder schlecht findet, so diese Kategorie, hat ein Grundbild und Regelwerk davon im Kopf, wie dieses Spiel funktioniert. Und dass Bethesda dann hingeht und den Battle Royale-Modus an den Adventure-Modus knüpft und dann auch noch die Komponente rausnimmt von, du spielst Battle Royale und hast im Endeffekt die gleichen Voraussetzungen wie jeder andere Spieler auch. Egal, ob der jetzt irgendwie gerade runtergeladen hat oder schon seit 300 Stunden spielt, dass sie das über den Haufen werfen, das verstehe ich nicht. Magst du mal kurz erläutern, wie sie das über den Haufen werfen? Ich habe den Adventure-Modus auch kurz zumindest mal angespielt und im Adventure-Modus ist es ja so, du bekommst Level und mit jedem Level bekommst du, das ist ja aus Fallout bekannt, Special. Special ist ja Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, keine Ahnung. Aber die Statuspunkte da halt, ne? Mhm. Kennt ja jeder. Und die kannst du erhöhen. Und im Battle Royale Modus ist es dann auch so ähnlich wie im Singleplayer. Im Adventure Modus, ist ja kein Singleplayer, sorry. Da hast du Karten, die kannst du dir sozusagen wie Fähigkeiten zuweisen. Du kriegst zum Beispiel eine Karte, die sagt, du kannst jetzt 25 mehr tragen, 25 mehr Gewicht. Dann brauchst du den Slot in deinem Stärke-Slot, da kommt die Karte rein. Die Karte benötigt von mir aus ein Stärke. Es gibt aber auch Karten von mir aus, die stärker sind, die brauchen aber 4 Stärke. Und die kannst du gar nicht ausrüsten, wenn du den Adventure-Modus nicht spielst, weil du keine 4 Stärke hast. Ah, du hast also im Battle Royale-Modus einen Vorteil, wenn du viel den Adventure-Modus gespielt hast. Würde ich, oder haben wir jetzt zumindest alle so gesehen, wenn ich das jetzt nicht missverstanden habe. Okay, ich guck mal kurz in die Kommentare, ja. Oh, sind schon alle. Also ich finde so ein Battle Royale-Modus macht ja auch durchaus Spaß. Die Karte ist jetzt tatsächlich nicht so groß, was dann zu sehr vielen schnellen Matches führt, was ich gar nicht so schlecht finde. Aber also da geht es ja um grundsätzliche Prinzipien. Ne? Ja. Leute, die jetzt irgendwie Level 200 sind, die frühstücken dich einfach weg. Da kannst du vor allen Dingen, du kannst halt so gut schießen, wie du willst. Und hast immer noch die Chance, dass er dich fertig macht, einfach weil er höhere Level hat. Es wird also sehr frustrierend für jeden sein, der sich jetzt mal denkt, ey cool, Battle Royale Modus, guck ich da nochmal rein, ja. Sehr frustrierend ist halt immer so die Frage, wie sehr dich das fertig macht, ne? Aber es ist halt schon doof. Ja. Na gut. Dennis, magst du noch mal kurz erzählen von deiner gerissenen Hose? Vielleicht, ich weiß nicht, ob es nachts im Stream irgendwann schon mal Thema war. Es war ziemlich sicher mal im Stream-Thema. Nee, es war relativ simpel, ja. Wir wurden von Uber abgeholt und der hatte das coole Kennzeichen VIP. Ja.
Und dann wollte ich ein Foto von machen. Dann bin ich geil Russenhocke. Ja, und dann ist entweder war mein Gemächt zu krass oder mein Arsch, je nachdem. Und dann dachte ich so, tschüss! Und dann brauchte ich spontan eine neue Hose. Und dann waren wir bei Macy's, das war auch richtig cool. Da habe ich mir unter anderem zwei neue Hosen gekauft, oder drei sogar. Nimm die mit. Und dann sind wir dann auch durch eine Mall gelaufen. Und ich piepte halt immer. Das hab mir aber so nichts gedacht. Ja, also in jedem Laden, wo ich reingehe, habe ich ja gepiept. Aber jeder Laden. Hat mich aber nicht interessiert so richtig, weil nach dem ersten Laden habe ich halt nur dumm geguckt und danach war es halt so. Ja. Und die anderen hat auch nicht interessiert. Aber als ich dann wieder im Hotel war, ist mir aufgefallen, oh hoppala, da sind noch diese Diebstahlschutzteile dran. Nice. Und dann... Und das war belastend. Bist du jetzt nochmal zurück und hast es entfernen lassen, oder? Genau, dann hat unsere Agentur, weil ich dann an dem Tag leider zu den Aufnahmen musste, waren die so nett und haben das für mich gemacht. Okay, ja. Ja, mit Vorlage der Rechnung ging das ja hoffentlich. Genau. Ja. Okay. Noch eine Sache, du hast Yves Guillemot, sagt man, ne? Yves Guillemot? Ja. Getroffen. Wie kam es dazu? Wir waren auf der Ubisoft Party. Den haben wir beide getroffen. Sorry, Chris, ihr habt nur das Bild von Dennis gesehen, deswegen. Ah ja, dankeschön. So guckst du auf meinen Instagram-Bilder. Warte, und ich like es jetzt. Ja, dann hatte ich halt die Möglichkeit, ein paar Wörter mit dem zu wechseln und ein Foto mit dem zu machen. Und da habe ich ein bisschen gefanboyt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Fand ich schon cool. Ich hab dem aber gesagt, war jetzt nichts Besonderes. Ich hab dem gesagt, ich fand das cool, dass er damals die Übernahme durch Vivendi verhindern konnte. Ich nicht. Ich hatte eine Fraktion gekauft. Ich glaube, für Ubisoft war es schon gut als Unternehmen, dass das nicht passiert ist. So für die kreative Spielesparte, sag ich mal. Das stimmt wohl, ja. Aber jetzt nicht für deinen Aktienpool vielleicht nicht, Dennis. Das aber darum soll es ja nicht immer gehen. Ja, der eine Fehltritt da. Bevor wir uns noch einer Zuhörermail widmen. Noch ja, Moment. Eine Sache ist mir noch aufgefallen bei der E3 übrigens. Ja. Die Action, Roleplay, Hack and Slay Sachen werden wieder in. Zu sehen an Darksiders Genesis, Minecraft, RPG. Das sind alles so Top-Down-Dinger. Hätte ich nicht gedacht, dass da doch wieder welche kommen. Ja, hat mich und auch Baldur's Gate 3. Überrascht. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Dazu hat man ja leider noch gar nichts gesehen. So, das nee. Hätte ich gerne mal, wobei ich da guter Dinge bin, das Entwicklerteam, ich weiß jetzt, die auch hier Divinity Original Sins gemacht haben, die haben ja eigentlich sehr. Ja, deswegen, gut also die sind in dem Genre. Larian Studios. Eigentlich. Ja. Also Larian hat sich da doch sehr gemacht. Die haben die Latte hochgelegt selber. Ja. Machen was Gutes. Andererseits, sie liegt jetzt sehr hoch, ne? Also die Leute haben krasse Erwartungen, aber mal gucken. Ja, hätte ich aber eh gehabt, wenn da Baldur's Gate draufsteht. Ja. Ne? Also dann sollen sie das nicht draufschreiben. Also egal, welches Studio das jetzt gemacht hätte, nach Baldur's Gate 2 und Shadows of M, erwarte ich da so oder sowas. Ja, also ich glaube, damit haben sie schon echt die richtige Wahl getroffen. Ja. Ja. Habt ihr vor Ort noch irgendwelche krassen Esserlebnisse? Irgendwie erzählen die Leute das immer, wenn sie aus den USA kommen, was sie Perverses gegessen haben. Alles. Ich tatsächlich. Ja, also wir haben auch alles Mögliche gegessen, aber ich fand jetzt nichts irgendwie, was. Nichts Aufregendes. Ungewöhnliches. Nee. Ist dann da vielleicht. Austern, oh. Und es war, ich habe irgendwann mal hab ich eine Auster gegessen und ich wurde verleitet, doch jetzt mal hier so Auster mit Hummer und so zu bestellen, weil ich habe gesagt, ich habe noch nie Hummer gegessen. Hummer war übrigens okay. Ja. Ja. Trotzdem finde ich irgendwie diesen hohen Preis für Hummer nicht gerechtfertigt, weil so überschmeckt er dann auch wieder nicht. Mhm. Und Auster, lasst es einfach. Ja. Kein Witz. Also, es schmeckt so, wie alter Fisch riecht. Und dann noch in unangenehm. Also, es war echt widerlich. Ich vergleiche das so mit Brackwasser, weißt du? Ja. Das, Brackwasser. Ja, ich habe das auch einmal auf so einem Gaming-Event gegessen. War in Taiwan, da waren wir im höchsten Turm da irgendwie und hatten so ein 16-Gänge-Menü und ein Gang davon waren Austern und das war so wie so ein Glibber, der nach Brackwasser schmeckt einfach. Ja, also wirklich, das war echt widerlich. Ja, und ansonsten haben wir halt amerikanisches Essen gegessen. Ja. Ne? Ich frage mich, ob das so mit den Austern so ein Ding ist, was alle Reichen überhaupt nicht mögen, aber sie essen es, weil sie denken, dass es dazugehört, reich zu sein.
Vielleicht, könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, keiner traut sich irgendwie zu sagen, so, oh, das ist widerlich. Sondern, oh, eine Delikatesse, weil sie so teuer ist. Genau. Ja. So, weißt du, wenn man einen Hering einfach sehr teuer machen würde, würden sie alle sagen, oh, der leckere Hering. Ja, Austern war noch, ich habe das immer mal hier im Internet gelesen, Austern war noch früher arme Leute essen. Und das würde viel besser passen. Ja, das, ja. Also genau. So wie es schmeckt zumindest. Das ist so, wenn du kein Geld hast, ja. Aber Austern. Wahrscheinlich deswegen teuer, weil die wegen Perlen oder so wahrscheinlich erst abgefahren sind. So ein bisschen wie Kinderüberraschung, so, ne? Hin und wieder. Das wäre mal geil. Aber das Doofe ist, der Koch macht die ja vorher auf. Das heißt, der kriegt die Perle und nicht du am Tisch. Ja, stimmt. Das stimmt. Ist die Frage, wenn er es nicht aufmachen würde, wem gehört das dann? Ich würde sagen, dann dir. Das ist ja, ja. Ja. Das ist ja gekauft. Na gut, ich lese mal eine Frage vor, da sie eh zur E3 ist, ja. Passt sie. Moin Mikkel und die anderen. Diese Fragen, es sind zwei Fragen, sogar, richten sich an die E3-Fahrer Brammen und Chris. Zu einem fand ich eure Gameplay-Videos zu Ghost Recon etc. ziemlich nice und frage mich, wieso dieses Jahr verhältnismäßig wenige Gameplays kamen. Habt ihr außerhalb der Videos noch andere Spiele angezockt, zum Beispiel Control, Link's Awakening? Und was waren eure Highlights? Erstmal die Frage und dann weiß ich die. Die Frage ist, wieso wenig Gameplays. Ach so, von der E3 selber kam. Genau, ja. Alles das gezeigt, was wir zeigen durften und konnten. Genau, also wir haben auf der E3 im Endeffekt, wir haben uns selber so ein bisschen das Ding gesagt, dass wir bei Terminen oder überhaupt allem, was wir zeigen, gesagt haben, wenn wir das aufnehmen können, sehr gerne. Aber diese Nummer mit, wir halten mit der Kamera da drauf, und das war bei den meisten Titeln dann auch irgendwo der Fall, das wollten wir nicht mehr machen. Ja. Genau, weil selbst bei so Titeln wie Borderlands gab es halt schon Probleme mit dem Sound, und das wird einfach noch schlechter gewesen. Das war sau ärgerlich, vor allen Dingen, weil es halt auch noch das Kampagnending war, und dann kommst du dahin, ja, wir haben leider doch keine Mikros, ja, schade. Ja. Dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, ach so, und bei EA waren wir nicht. Also ich weiß nicht, ob man da hätte aufnehmen können oder so. Kein Schimmer. Was waren so, also ihr habt ja noch bestimmt einiges angespielt, was waren so eure Highlights? Boah, gute Frage. Ich finde tatsächlich, also ich habe da mit dem Präsentator drüber gesprochen, weil ich genau wissen wollte, wie das bei Watch Dogs Legion mit den Leuten funktioniert, weil er sagte ja, du hast halt so einen Pool von Leuten, wie viele ist irgendwie noch nicht final, also ein Kram, aber wenn die sterben, sind die permanent tot. Und die haben halt alle unterschiedliche Stimmen und irgendwie Bewegungsmuster und also ein Kram. Und das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Auf der anderen Seite interessiert mich dann natürlich auch, wie die Story getrieben wird, weil man spielt ja dann im Endeffekt das System, also DedSec. Mhm. Dadurch, dass du immer wieder andere Leute reinschlüpfst, aber das fand ich tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, aber ausprobieren ist da noch wichtig. Ja, und Doom Eternal. Okay. Ja, Bram? Ich bin gerade auch überlegen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also Watch Dogs war auf jeden Fall krass. Mir gefiel Roller Champions auch. Ziemlich gut. Ich könnte mir das cool als das Spiel vorstellen. Gehört. Da hatte ich viel Spaß dran. Ja, sonst, wir konnten gar nicht so viel anspielen. Das ist halt leider so schade. Dementsprechend ist es da natürlich dann schwer, alle Aussagen vernünftig zuzutreffen zu allen Games, die es halt da auch so generell gab, weißt du? Mhm. Das Roller Champions, muss ich nochmal sagen, Bram gefallen hat, das ist ganz schön, ne? Du kommst halt in so einen Raum rein, wo relativ viele Stationen, auch wieder diese kleinen Kabinen stehen. Und du kriegst ja immer schon so ein Gefühl für die Stimmung, die da herrscht, seitens der Mitarbeiter. Und die reden alle schon so ein bisschen leiser, weißt du, und damit da nicht so viel rumgeschrien wird. Und dann denkst du dir schon so, Leute, ihr wisst schon, wen ihr euch hier alle eingeladen habt, ne? Und und dann schon, was da gleich Spiel passieren los. Wird, ne? Genau. Und dann geht halt das Spiel oder Stream oder whatever los und da wird dann halt instant lauter. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Indikator dafür, dass es den Leuten Spaß macht. Ja das glaube ich ja auch. Okay, kommen wir zur anderen Frage noch von Tom, und zwar: Des Weiteren wollte ich wissen, wie die E3 im Vergleich zur Gamescom besuchertechnisch ist, seit sie ja für alle offen ist. Sind die Schlangen an den Ständen genauso schlimm oder haben die Veranstalter das dort besser im Griff?
Nee, die Schlangen sind auf jeden Fall super lang. Teilweise hast du da auch so Schlangen, so bis über 2 Stunden musst du ab hier noch warten und so Geschichten. Also ist schon hart. Da, ja, du merkst halt, weil viele Leute auf einer Messe sind, kriegst du es halt nicht besser in den Griff. Die Masse der Menschen tötet halt das alles. Mhm. Ja, das Ding ist halt nur, was ich noch nicht so ganz checke, ist, du kannst halt mit vielen, sag ich mal, Termine machen, ja? Also ist jetzt nicht unbedingt, das ist ja auf der E3 für Fachbesucher relativ gang und gäbe wahrscheinlich. Trotzdem ist zum Beispiel, also ich denke immer noch an den Borderlands 3 Stand. Das ist wie auf der Gamescom, der ist relativ groß gewesen, der ist rechteckig. Du machst im Endeffekt eine Warteschlange einmal drumherum, dann steht da irgendwo ein Schild, ab hier 150 Minuten Wartezeit und die Leute stehen halt trotzdem da. Obwohl ein Ticket $250 kostet. Ich hatte aber persönlich das Gefühl, dass es, als ich 2013 mit Sepp da war, sehr viel voller war. So vom... Ich weiß nicht, ob die da irgendwie... Mehr Platz können die ja nicht gehabt haben, weil die ist ja im gleichen Center. Ich habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, dass mehr Menschen im Endeffekt da durch die Gänge gejuckelt sind. Auch als wir jetzt auf der Messe selber waren, die Eingangshalle war leer. Trotzdem hatten die 20.000 mehr Besucher, als ich letztes Mal mit Sepp da war. Also irgendwie scheint mein persönliches Gefühl da falsch zu sein. Oder sie haben die Leute irgendwie besser gelenkt oder so. Oder ist ja mal ich weiß es nicht. Was findet ihr eigentlich geiler, Gamescom oder E3? Oder lässt sich das ganz schlecht vergleichen für euch? Boah. Ich habe früher immer aus reiner Spielesicht, ne? Also jetzt lassen wir mal das bei der Gamescom, dass wir da halt noch Community-Treffen haben oder machen können, weg oder da auch viel mehr Leute noch kennen. Fand ich die E3 eigentlich sogar geiler. Weil du hast, also die Spiele sind ähnlich, die auf beiden Messen gezeigt werden. Anspielen kannst du auf beiden Messen. Und die E3 ist never so überlaufen wie die Gamescom. Also Gamescom habe ich immer Angst vor solchen Sachen wie Gamescom Samstag oder Gamescom Freitag. Mhm. Und das Gefühl habe ich bei der E3 halt nicht. Also aus reiner Spielesicht finde ich die E3 eigentlich besser. Da ist dann aber die nur fürs Anspielen würde ich halt logischerweise nicht nach LA fliegen. Ja. Alles klar. Dann machen wir den Sack jetzt dicht. Vielen Dank euch beiden erstmal. Wenn ihr Fragen für den nächsten Podcast habt, podcast@peatsmeet.de. Alles klar, schreibe ich dir. Ja, hallo Mikkel. Ich würde auch gerne mal wieder mitmachen. aber Chris, du bist nächste Woche auf jeden Fall nicht dabei, weil du bist da nicht da. Nee, da bin ich nicht da. Ja. Da bin ich in... Ja, auf geheimer Mission. Mission unterwegs, ja. Die heißt... geh doch mal arbeiten. Ja, genau. Aber dafür sind auf jeden Fall Bram und Sepp dabei. Also, ja. Dann vielen Dank an euch beide. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö. Tschüss.